Moin, moin, Leute, hier ist der Fu und ich begrüße euch zu einer weiteren Folge Planet Zoo. Und die Zebras leben sich hier so langsam ein. Ja, genau. Hier scheint alles in Ordnung zu sein. Gras, Schnee. Ach so, Pflanzen, genau. Pflanzen können wir da ja eigentlich auch noch ein paar reinmachen. Das sieht ein bisschen blöd aus, ne? Graslandschaft. Kontinent Afrika. So, und ich finde hier diese Schirmkatze und Affenbrotbaum gibt es ja auch, ne? Die sehen auch cool aus. Da stellen wir einen hier direkt in der Mitte rein. Das sieht gut aus. Dickes Ding, so, die finde ich immer ganz hübsch, die Dinger. Schön, da können sie sich noch schön an den Alpha-Status kämpfen. Bongos, ach so. Ah, die haben sich auch wieder vermehrt und das sieht doof aus. Warum wird hier nicht nachgefüllt? Ich verstehe das immer nicht, ey. So. Gehege. Dann machen wir hier noch mal Futtertrog groß hier hinten auch noch mal hin. Na, warum? So, jetzt müssen wir erstmal hier noch mal ein bisschen was machen für die Herrschaften hier. Ist auch geil, den nimmt er nicht hier oben drauf, aber das andere Teil nimmt er hier oben drauf. Das verstehe ich auch nicht. Steppenzebra. So. Wir können hier auch nochmal hier zum Pfleger einstellen, nochmal welche. Wir müssen uns erstmal darum kümmern. Männchen, Weibchen, Männchen, Alpha-Männchen. Ein paar Bänke aufstellen, wo sie sich mal hinsetzen können. Mülleimer hatte ich aufgestellt, dann haben wir da noch ein paar Spendebüchsen hin. So, denke das gut, ne? Alles supi. Alles supi.
Sehr schön. So, und was ich eigentlich noch mal machen wollte, muss und tun sollte, ist sehr schön. Ist Weitergebäude. Ich das schon wieder vergessen, was ich machen wollte. Was ich jetzt als erstes erstmal wollte, ich sage erstmal Hallo hier. Moin. Hallo. Moin. So, lala. Belohnung gekriegt. Oh, Belohnung gekriegt. Nashorn nachher. Mal gucken, ob wir das auch mal irgendwann machen. Nashorn Hörner züchten. Ja. Kaffernbüffel würde ich sagen. Kümmern wir uns jetzt mal drum. Die scheißen hier die ganze Bude voll. Ach so, nein. Das wollte ich machen, genau. Ich wollte den Preis mal ein bisschen erhöhen, war so langsam. Ne? Haltungsbewertung ist gut, das ist schön. Marketing. Bericht ansehen. Pumbas, Gehege 4, Gehege 3, Erdferkel. Okay. Aber es läuft ja anscheinend so ganz gut. Kohlemäßig ist eigentlich auch überhaupt kein Problem. Na gut, Kaffernbüffel. Machen wir da doch was anderes dran. Das war dann jetzt Werkstatt 2, die Geschichte wieder. So, wo sind Sie denn? Ja, das kann ich gar nicht. Eine schöne Pfannenblaue V, Panzernashorn. Sternzebra. Oder machen wir doch Gazelle. Nee, Wasserbüffel wollte ich jetzt machen. Deswegen habe ich ja extra. Oh, warum reagiert der denn immer so spät hier? Was ist denn das? Stimmt, mal das weg jetzt. Cutter, Cutter. Ja, Affen. Affen muss ich auch noch haben. Ich glaube, als nächstes kommen Cutter und diese roten Dinger, die kann man ja zusammen machen. Rotavari. Und Cutters. Drill, Kommandoveran, Jochamokake, Panzernashorn. Wo waren jetzt die Kaffernbüffel? Dass das auch nicht hier alphabetisch hier ist, ne? Weißschwanzknu würde auch gehen, aber ich wollte die. Kaffernbüffel, Panda,
Tierische Tiger, Schneeleopard. Ja, Hyänen muss ich auch noch haben in Afrika. Springbok. Mich verarschen oder was? Ich hab hier Erdviertel. Da ist er doch gleich vor oben. Oh oh. War nur Weibchen. Okay. Bis 15 bis also Weibchen 3 bis 15 Männchen 3 bis 5 bis zu einem Männchen bis zu 4 Weibchen, sagen wir nur ein Männchen, ne? Egal, dann holen wir uns die Weibchen. Dann holen wir uns nur Weibchen, 3 Stück an der Zahl. Hallo. Hallo, meine Fresse, ey. Still hier. So, drei Weibchen. Mädelsparty. Ach so, man darf nur so und so viel Spieler. Grüßen, das ist doch doof. Ja, meine Fresse, dann geh woanders hin. Ey. Hier, ich habe hier noch eine Werkstatt. Wo? Oh, da, Workshop. Ich muss doch mal ein bisschen alleine arbeiten, ne? Die haben Nachwuchs gekriegt. Ich dreh durch. Oh, wie süß. Yesa. Ich weiß gar nicht, ob man die Namen ändern kann. Alles klar. Wegen der schwarzen Katze natürlich. Er fliegt ein Ballon. Kann man die platzen lassen? Ja, sehr schön. So, jetzt kommen die Kaffernbüffel. Zack, die können wir hier rein. Ja, sehr schön. So langsam läuft das doch hier ganz, ganz, ganz gut. Mal gucken, was die Büffel machen. Denen das hier auch gefällt. Jupp, scheint alles gut zu sein. Gelände ist. Oh, Erde brauchen die noch ein bisschen mehr. Okay. Denn. Wir haben schon mehr Erde. Da hinten am Wasser, am Wasser, am Wasser bitte. Am besten. Thank you.
Ich hoffe, das stört jetzt die Zebras nicht wirklich. Nö, alles gut. Auch alles gut. So, wo war denn jetzt das noch mit dem? Dem Essen. Ach, das war hier, ne? Da war es genau. Also, der kann noch Stufe, nur noch Stufe 1. Ist auch noch als Stufe 1. Hier pennt einer. Ja, das sieht doch sehr schön aus. Ich kann jetzt auch noch hier, muss jetzt hier noch mal eben kurz ein bisschen gucken. Oh, über 800 Leute schon. Nice, nice, nice. Kurz hier noch mal eben gucken. Ich kann das Essenqualität hier immer noch mal ein bisschen, besten noch mal ein bisschen höher machen. Also hier geht's auch schon wieder. Waran bestimmt auch. 2, ich muss schon Qualität 3 machen. Da können wir schon Qualität 3 machen. Und die kriegen das einfach auf Fußboden oder was? Okay. Okay, wir kriegen das einfach auf dem Fußboden. Auch nicht schlecht. Oder hier. Essenstablett, Essenstablett, klein. Witterungsmarkierung. Alles klar. Oh, hier. So, hier machen wir noch ein bisschen. Da können Sie sich auch mit beschäftigen. Ja, den machen wir weg. Was? Wir haben auch schon wieder Nachwuchs. Eine Warnung. Qualität 3. Zwei Männchen, zwei Weibchen. Elle. Da. Warum kann ich die nicht freilassen? Das scheint eine Krankheit zu haben, oder? Na egal. Dann schicken wir den erstmal in Quarantäne. So. Futter, 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 Futter. Ja, da haben wir schon die höchste Qualität. Alter, hier geht das aber schon ganz schön ab, ey. So, hier haben wir Afrika schon mal ausgebaut ein bisschen. Ich würde sagen, hier machen, gehen wir denn Richtung Asien. In diese Richtung gehen wir nach Asien. Und hier Amerika. Mal gucken.
Aber Afrika haben wir jetzt ja schon mal ein wenig ausgebaut. Und darf mir jetzt auch noch ein bisschen Dekokram einmachen. Visiten. Hier so ein bisschen Deko machen. Schade. Afrikanische Zierfelsen. Machen wir hier mal ein paar Dinger hin. Ein Reihe-Mitglied. Ostasiatisch, Öfen. Ziertopf. Skulpturen gibt es da bestimmt auch in der Kunstform. Elefant. Nee, ich würde gerne irgendwie Zebra, gibt es wahrscheinlich nicht, ne? Komisch, dass er die denn nach oben gedrückt hat. So. Ach schade, die hätte man hier irgendwo in der Mitte schon rein. Da gibt es ja einiges, ey. Ein Tor. Ich kann das da hin. Das musste hier am Anfang, müsste das hin, ne? Na gut. Leute, ich verabschiede mich für euch bei euch von dieser Folge und schaltet auch nächste Folge wieder ein, wenn ihr Bock habt. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen und lasst mir ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Und abonniert mich, wenn ihr die nächsten Folgen nicht verpassen wollt. Und bis denn, euer Fu. Tschüssi.